Erlaubt Nahrungssucher. Das ist erforscht. Damit ich das hier drauf forschen kann. Erforderliches Gebäude. Okay. Machen wir das. 10 Einkommen aus Handel. 20 Baukosten, Minen. Machen wir hier auch, holen wir uns einen Handel erstmal. Für ein bisschen mehr Kleingeld. Armee aufbauen oder nicht? Frieden? Ich warte mal noch einen Zug ab. Einen Zug warte ich. Dann ist entscheidend. Wir warten geduldig auf eure Antwort. Einen Arbeitsvermittler will haben. Nee, wird abgelehnt. Eure Entscheidung. Okay, drei Armeen. Ich hoffe, dass meine Vasallen den jetzt irgendwie angreifen. Ich meine ihn direkt, nicht seine Städte. Die brauche ich. Okay, Vasall tritt da oben Krieg bei. Gondu hat Ronko den Krieg erklärt. Ah, das ist auch cool, wer ohne das ist. Luce den Krieg erklärt. Antong hat Chenjiang gebeten, den Krieg beizutreten. Waffenbrüder. Zwei Brüder, deren Bande im Krieg entstanden und durch Konflikt gestärkt wurde, sitzen in der Abenddämmerung am Lagerfeuer. Sie erzählen sich Geschichten von Ruhm und längst verlorenen Freunden. Ihr Lächeln ist wehmütig und ihre Danken bittersüß. Doch sie sind froh, einander zu haben. 10 Zufriedenheit. 10 Zufriedenheit. Beziehung hat sich weiter vertieft. Ja, toll. Okay, ich zähle nur zwei Armeen, oder? Wo sind die dritte? Sache, ich verliere das Ackerland. Und die große Ortschaft. Es sei denn, ich mache mit dem Frieden. Könnten wir noch eine Fischerei holen? Das sollten wir noch auf jeden Fall hinkriegen. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Nein! Schlagt jetzt doch! Ah, ist doof. Eigentlich Sieg für mich. Jetzt automatisch. Los jetzt! Warte, warte, warte. Ich probiere was. Vielleicht wird er ja auch Vasall. Mal gucken. Ich würde mich freuen darüber, wenn er Vasall wird. Aber irgendwie glaube ich nicht so vorhanden. Was gibt es, Hundesohn? Frieden? Vasall. Niemals, okay. Aber Frieden wird er machen. Okay, 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 warte mal. Gebietshandel. Ich will haben von dir. Diese Provinz, dieses Land, noch was will ich haben. Haben wird er nicht rausrücken, aber das Ding wird er rausrücken. Nicht handelbar. Wo ist das hier? Die Sonne spendet Leben, doch sie kann das wird er anbieten. Okay. Brennen. Fast, 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 aber eben nur fast. Okay, sag mal. Also Frieden wird er so machen. Okay, 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 warte mal, warte, warte. Ich will das haben. Gebietshandel. Gib mir die Fischerei. Fischerei haben geht nicht, weil ich da bestimmt. Da brauche ich mal eine Runde der Armee auf, die dann verteidigt und dann. Angriff! Nee, kein Angriff. Schlagt sie schnell! Lagen abbrechen. Wir müssen unsere Kräfte für später aufnehmen. Warte, 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 warte. Ich bin schlau. Ich bereue es bereits, mir euer Anliegen angehört zu haben. Ach, halt die Klappe. So, Gebietshandel. Gib mir jetzt das Lavans. Den Fischerei haben. Bestätigt. Wir müssen laufen. Der wird eine Code rausrücken. Das ist mir zu wenig.
weiß, du willst mir die Gebiete rausrücken. Ich weiß es. Und das hier oben eigentlich Ackerland. Her damit. Ne, fast. Bringt das zum Laufen? Ne, will er nicht. Okay, ich würde 10 Runden bekomme ich zumindest 2 Kohle. Ja, nehme ich, komm. Abkommen unterschrieben. Ich bin ja nicht feige oder so, aber meine Armeen relativ erschöpft nach den kurzen Angriffen. So, muss ich erstmal schließen, ja. So, ganze Koalition schließt Frieden. Immer vorwärts. Und dem fehlt Cola. Handelsstadt weg, Stadt weg. Ist zwar nicht viel, aber immer ein bisschen. Dubai enttäuscht gerade irgendwie als Vasall. Ein bisschen mehr erwartet von ihnen. Er fährt zwar los, aber bringt auch nicht viel. Immerhin erstmal nicht Angriffspakt mit Herrn Kollegen. 2 Provinzen dazugewonnen. Jetzt muss ich mal langsam mal anfragen bei der alten Koalition, ob die mich jetzt hier in die Koalition mit reinnehmen. Denn ich bin mächtig, mächtig. Zhao Zhao hat Vasallen befohlen. Ich muss Zhao Zhao mich besiegen. Ganz um Krieg beizutreten. Der hat auch ein Friedensaufkommen mit mir. Passt. Okay, warte, fangen wir an. Diplomatie. Komm, du magst mich, ich weiß es. Was können wir besprechen? Handel können wir nicht machen. Bitte Beitritt zum. Lilo hat dir wesentlich ganz schön geholfen. Unter Federn gelassen. Lilo? Wirklich? Warte mal, wo ist Lilo? Warte, ich gucke. Wer war Lilo? Also Lubai war es nicht. Der hat nichts gemacht. Die feige Sau. Der da oben, der kam wieder zu spät. Man sieht ja Jing, oder? Prozent Jin, oder? Der muss das gewesen sein, oder die? Ja, der schippert wieder zurück. Er schippert wieder zurück. Hat aber mächtig Armeen gelassen, ja. Das heißt, in ein paar Runden kann ich ihn wieder angreifen. Da hole ich mir dann den Rest in einen Flash. Rücken vor. Lilo meine ich. Kongs Armee waren wesentlich. Waren lästig unterwegs. Ne, hat. Dagegen gehalten. Lilo meine ich. Waren westlich. Meinst du hier? Naja, die müssen aber schon früher unterwegs gewesen sein. Weil ich habe ja Krieg gemacht. Das waren ja 2 Runden. Das ist ja eine Runde. Das sind ja 2 Runden hier. So. Die müssen schon auf dem Rückzug gewesen sein. Da hinten verliert er jetzt wahrscheinlich gleich ein bisschen, hoffe ich. Auf jeden Fall, Armeen hat er ein bisschen verloren. Es mangelt ihm Geld. Ich kann nicht. Von der Kriegsreserve hat er es probiert. Das heißt, in der nächsten Runde kann ich ihn locker bezwingen. Renne ich einfach durch. Weil ich baue mir jetzt nämlich noch eine 3. Armee auf. Oder ich steck's das mal in Wirtschaft. Wirtschaft wäre auch nicht schlecht. Plus 4 Nahrungsproduktion. Perfekt. Stecken wir erstmal alles in die Wirtschaft. Minus 10 Korruption plus 200 Handel. Minus 10 Korruption, ist immer gut. Ist noch pleite. Immer, ich mache hier 3000 pro Runde. Die Gebiete unten kann ich erstmal nicht bauen. Passt. Ist hier unten alles repariert? Ihr habt gerufen? Jupp. Also, ich habe die Nahrung und ich habe jetzt ein bisschen Cola. Lassen sich besser durch Handel erwerben. Unterstützung im Krieg, René. Wir werden von Libu erhalten 1500. Gerne. Immer her damit. An diesem Tag sind wir uns einig. Ich baue mir jetzt gleich eine fette 3. Armee auf, aber erstmal ein bisschen hochpushen. Dann habe ich eine Verteidigungsarmee. Nee, 2 Verteidigungsarmee und eine Angriffsarmee. Und dann geht's langsam aufwärts. Hoffe ich. Bis dahin kann ich nur über Vasallen, über Diebstahl, über ja, Hidden Runs mal ganz kurz rein, dann wird raus. Das geht sonst nicht anders.
Krieg erklärt Liu Bei und meine Wenigkeit. Liu Bei hat sich mit Jiang einen Krieg angeschlossen. Mit mir, gegen den da. Ich weiß nicht mehr, wo der sitzt. Liu Bei, gegen den Krieg beizutreten. Der hat einen Friedensvertrag unterzeichnet. Gui hat auch nochmal einen Kriegsvertrag. Eieiei. Das hier ist Liu Bei, oder? Nicht möglich. Nee, Gorgong San. Das ist der hier. Die müssten ja, glaube ich, noch im Krieg mit dem sein. Die habe ich alle ein bisschen. Trotzdem, ich will den haben hier. Ich will ihn haben hier. Das ist. Mal hier, Stadt. Pferde. Das muss alles meine sein. Geil, kann man erstmal so. Hier können wir nochmal aufrüsten. 75 Einkommen aus Handel. Perfekt. Da kann man auch aufrüsten. Naja, so halbwegs. Nee, das brauchen wir nicht. Wenn, dann brauchen wir das hier. Nicht das, was Wirtschaft, also was Dings verbraucht hier, ne? Sondern was dazu bringen. Da muss ich mal ein, zwei Basen ran. Abkommen kann auf Treibsand von Dauer sein. Den Yuan gebrauchen, Handelsabkommen. Wir handeln mit Yuan Tan. Bestehender Vertrag brechen. Ein Abkommen wird von Yuan Tan gebrochen. Handelsabkommen, wir handeln mit denen. Weil die gleich stark sind wie ich. Ist aber noch mein Vasall. Solange es mein Vasall ist, ist alles okay. Also bisher komme ich ganz gut durch. So, Winder. Friedensvertrag unterzeichnet. Auch noch ein Friedensabkommen. Hat mit Xinjiang ein Friedensabkommen unterzeichnet. Hm? Er hat gebeten, den nächsten Krieg beizutreten. Wenn nicht, der Tium Mixiang existiert nicht mehr. Ja, ist okay. Da freut sich mein Vasall da oben. Wer auch immer das ist. Hm, nur geringe Verluste hier. Beim Gegner. Moral bei 23, Gebäude, Bevölkerung, derzeit Veränderung diese Runde, nichts. Nicht so gut. ...50 aus der Landwirtschaft für 400, gerne. Okay, das ist da oben. Ah, da, 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 da. Nee, nee, nee. Holla, stopp, konnte ich das hier nicht? Ihr müsst eure Siedlung zur Kleinstadt aufwerten. Achso. Können wir mal machen. Das ist Ackerland, das ist schlecht. Das ist die Salzmine, das ist auch nicht so gut. Wer steht vor den Toren? Das hier ist die Stadt. Nutztiere haben wir auch. Okay. Für 5000, also dann habe ich. Bau nicht möglich, weil wir bauen gerade was anderes. Okay. So, in der nächsten Runde. Eieiei. Jetzt wird's knifflig. Jetzt kommt es langsam mit dem Wirtschaftsscheiß hier. Und den Armeen. Und ich muss viele Armeen ausheben. Brauch mindestens, naja, einer. Obwohl zwei besser werden. Der ist mitten auf meinem Land. Bis zum bitteren Ende kämpfen, wenn ihr könnt. Regelmäßige Zahlung. Wir werden leisten. Warum ich? Spinn hier? Will ich ja kommen. Frieden. Die machen mit mir Frieden. Ja, klar, warum nicht? Es ist also vollbracht. Ich weiß gar nicht, wer das war. Du liegst hier manchmal mit Leuten im Krieg, die sind. Die hast du noch nie gesehen. Fraktionsnachfolger, Gonjung San. Let's start again. Vasall fordert Autonomie von Sanji. Weißes Haus, danke für den Follow. Jojo hat Sanji zum Vasallen gemacht. Oh, also der muss gigantisch sein. Hat gebeten, den Krieg beizutreten. Okay. Fraktionsverfeuer, Liu Bu. Verbündet.
Konföderation mit Lilu und Biui geschaffen. Uiuiui. Stopp. Dio Bai hat eine Konföderation mit Lilu Biui geschaffen? Stopp. So nicht. Weil du bist mein Vasall. Wenn du mein Vasall bist, dann kannst du ja keine Konföderation schaffen. Das geht nicht. Hat Jiang ein Friedensabkommen unterzeichnet. Nachfolge haben wir auch geklärt. Wie ein Esel. Charakter verwundet. Jiang, klasse. Euer General geht auf die Jagd, während ein heftiger Sturm gegen die Mauer peitscht. Man hatte den Jagdausflug wegen des Sturms nur im Scherz erwähnt. Doch euer eigensinniger General sieht es als Herausforderung an. Idiot. Wer war's? Die nicht? Ja. Ich rede mit meinen Beratern. Du Trottel. Okay, wir haben 5000. Es ist Frühling. Also Zhao Zhao muss gigantisch sein. Weil hier hinten war hier dieser Sun Jie und der war recht groß. Und wenn Zhao Zhao den als Vasall kriegt, und Zhao Zhao muss ja hier irgendwo sein, hier so, dann ist der doch gigantisch. Diplomatischer Status, nee. Besitz. Zhao Zhao. Braun ist alles Zhao Zhao. Ach du Scheiße. Ich meine, das hier ist schon groß, ja? Ich meine, ich bin bedingt groß, ja. Aber der ist ja gigantisch. Warum ist denn das hier so rot? Ich verliere gerade völlig die Orientierung. War das nicht mal meine hier? Ach, die Karte. Oh, Trottel. So, schon besser. Nee, auch falsch. Warte mal. Genau, das bin ich. Farbe, okay. Das bin ich. Okay, ich bin schon recht groß. Das hier unten ist alles Zhao Zhao. Nee, Sun Jie? Sun Jie? Ach du Scheiße, sie haben den Süd schon komplett aufgeteilt. Ich hänge immer noch hier oben. Ich brauche dringend eine Allianz jetzt hier. Erstmal alles wegklicken hier. Diplomatie, Nachfolge. Ich meine, ich kämpfe einzeln auf verlorenen Posten. Ich brauche dringend eine Allianz. So klingt der Krieg mit unseren Freunden. Die zwei mögen mich gar nicht, ja. Kongo. Oh, da habe ich ja Schweine gehabt. Oh, das hätte auch böse ins Auge gehen können. Das hätte echt ins Auge gehen können. Die mögen mich auch nicht. Keine Bündnisse. Es gibt nur drei Bündnisse. Eins, zwei, drei, drei. Drei Bündnisse. Ach du Scheiße. Okay, ja, es ist bitter. Moin Jansen. Herzlich willkommen auf dem Kanal, schön, dass du da bist. Wahrscheinlich habe ich es wieder leicht übertrieben beim Stream. Ich bin gerade tierisch am Überlegen, wie ich es jetzt mache, ja? Ach man, okay, erstmal gucken, was fehlt mir noch. Bald Herzog und dann König. Als König darf ich mich dann ausrufen zum Kaiser, stimmt's? Schaltet Elite-Einheiten der Palastare frei. Ich bin noch im Krieg mit Ren Kui, wer auch immer das ist. Handelspartner habe ich zwei. Und ich habe ein paar, naja, Vasallen. Aber eben keine Verbündeten. Nicht so gut. Okay, das ist die Stadt, das ist gut. Hat ausgebaut. Militärisch oder wirtschaftlich? Ich muss jetzt wirtschaftlich forschen. Was das Zeug hält. Hier komme ich nicht lang. Komme ich auch nicht lang.
Warte mal, warum kann ich das hier nicht erforschen? Ich hab doch hier alles auf dem Baum. So Schmarrn. Gebäude fehlt oder so, wa? Okay, 10 Einkommen aus der Industrie. Baukosten. Bauzeit generell. 25 Gebäudeunterhalt. Einkommen aus Handel. Schaltet Gebäude frei. Zufriedenheit für Wachposten. Einkommen noch mehr Handel. Umwandlung in Steuern. Deaktiviert Technologien umwandeln in Steuern. Okay, was ist das hier? 25 Handelseinfluss. Einfach mal machen. Es wird langsam knifflig. Ich meine, ich hänge hier oben in der Ecke. Das ist toll, das ist schön. Ich hänge hier oben in der Ecke. Vasall, Vasall. Irgendwo hier draußen habe ich noch einen Vasall. Keine Ahnung wo. Weiß es nicht. Ja, und ja, wird er unten immer größer. Ich muss langsam anfangen, hier eine dritte Armee hochzupumpen. Aber ich stecke das alles jetzt gerade in die Wirtschaft. Scheiße. Braucht ca. 10 Runden, um die Wirtschaft ein bisschen hochzukurbeln. Moin, Schattenwolf. Übrigens zugestellt. Wie, ich bin schuld, Schattenwolf. Warum bin ich schuld? Woran? Okay, er hat eine kleine Armee da drüben. Moin, Weißhaus. Wie, ich bin schuld. Bin seit 4 Tagen wieder am Anno suchten. Und ich auch. Anno macht ja auch Spaß. Kampagne war cool. Er braucht Wirtschaft, wenn man Nachbarn plündern kann. Ja. Was ja alle so. Nee. Ciao Ciao hat die Koalition verlassen. Ciao Ciao ist jetzt so noch das Geis. Und die hat Weisalmeister Ciao gebeten, in den Krieg zu ziehen. Okay. Hat sich mit Kong einen Krieg angeschlossen. Nee, das ist nicht gut. Wenn die zwei Freunde sind, ist das schlecht. Hilfe eines Helden. Ihr habt einen Bericht über euren General, über eure Generäle gelesen, der sich ganz allein gegen 6 Feinde durchsetzen konnte, aufgrund des Mutes, der Schnelligkeit und der Loyalität seines Pferdes. Helden haben stets jemanden oder etwas, das ihnen beim Erreichen ihrer gerechten Ziele helfen. Das kann ein teurer Anhänger, ein zuverlässiges Ross, ein Buch voller Weisheit oder eine Waffe mit einzigartigen Eigenschaften sein. Sie alle erfüllen dieselbe Funktion. Und auch ihr verfügt nun über so jemanden oder etwas, sei es durch Schicksal oder durch euren eigenen Willen und eure Taten. Die wahre Prüfung besteht darin, herauszufinden, wie ihr das, was euch gegeben wurde, am besten nutzen könnt, um euer Ziel zu erreichen. Mhm. Wahrscheinlichkeit durch Unterstützung einer Fraktion. Ein Haufen Diplomatie, das ist ja geil. Und 2070 ist... Ist nur da. 2070 ist auch geil. Schaut mal, spiele ich auch sehr gerne. Ich muss trotzdem jetzt ganz genau... Jeder Schritt muss jetzt überlegt sein. Das ist... Alles ist irgendwie so verbündet, dass wenn ich einen Falschen angreife, alles verliere. Komplett. Und ich muss die Wirtschaft pushen hier. Boah, ich brauche richtig große, fette Mauern. 160 Einkommen für 2000. Oder doch die Mauer ausbauen? 2 Millionen passen da rein? Ich meine, es sind eh nur 100.000 drin, aber trotzdem. Okay, holen wir uns erstmal hier die Kohle. Zhongzhang. Bessere Mauern. Einfach nur bessere Mauern. 24 Nahverteilung, 41 nehmen wir ein, das ist gut. Nee, kannst du nicht, ich muss hier angreifen. Hier, Zhao Zhao wird da unten immer größer. Hier hinten, das ist schon sein Vasall. Das dahinter ist mein Vasall. Und ich sehe den Vasall noch nicht mal richtig. Ah nee, das hier ist mein Vasall. Bis hier. Schattenwolf 24, danke für den Follow. Das hier ist ja mein Vasall. Der, wer weiß, was dahinter klebt. Nee, das ist schon der Rand hier. Dank meines Vasallen bin ich groß und mächtig. Aber mein Vasall verkackt's an allen Fronten. Hat ja nirgendwo hier eine Armee.
Das bringt zwar Kohle, dank Vasall. Und stecke ich jetzt erst am besten erstmal alles in Ausbau hier und dann Wirtschaft. Ja, eine kleine Armee, das ist halt lächerlich. So, meine anderen Vasallen sind, naja, minimal. Bis auf Lubai, der ist mächtig. Mächtig dabei zu verkacken. Der hat hier alles verloren, in der Mitte. Trotzdem ist er noch riesig. Warte mal, stopp. Das ist doch nicht Lubai, oder? Doch? Alter! Der ist mal durchspaziert hier einfach so. Der, okay, Lubai ist einfach mal so durchspaziert, ne? Ist auch nicht verkehrt. Lubai ist größer als ich und er ist eigentlich mein Vasall. Aber naja, okay. Ach, Lubai. Wir zwei sind echt Freunde. Ich weiß wie lange noch. So, ich baue jetzt noch 4-5 Runden aus, dann baue ich eine nächste Armee auf und dann klatsche ich irgendwas an der Wand. Ilo hält gegen. Ja, ja. Das war ganz schön. Das habe ich jetzt erst mit. Das habe ich jetzt erst gepeilt, da oben. Der hält halb China. Neben mir. Sun Jie hat Zhao den Krieg erklärt. Oh. Oh. Der Vasall möchte jetzt Unabhängigkeit haben. Das ist schlecht, weil da habe ich Angst, dass man auch das macht. Kongro hat sich den nächsten Vasallen geschnappt. Fraktionsregentschaft. Renqi. Mhm. Jetzt ist wo Totoro ist. Jetzt kommt der nächste. Vernichtet. Juflile. Luichan hat mit Korong ein Friedensabkommen unterzeichnet. Naja, ist schlecht. So, ganz kurz gucken. Wie viele Runden darf ich nächste Krieg erklären? Ich bereue es bereits, mir euer Anliegen angehört zu haben. Ach, halt auch die Klappe. Vier Runden. In 4 Runden und dann würde ich zumindest meine Glaubwürdigkeit wieder ein bisschen nach oben bekommen, weil die ist total im Keller. Wenn ich denen die Unabhängigkeit gewähre und dann Lubai dazu bringe, dass der mit mir eine Koalition eingeht. Das wäre fantastisch. Weil dann könnten wir uns gegenseitig helfen. Aber ich mag die Koalition nicht, weil da schmeiße ich mich raus wie die Alten. Hier kann ich erstmal nichts bauen. Ja, auch nichts. Ich würde sagen, hebt man eine Armee aus, oder? Apropos Armee, warte mal. Vielleicht 2-3 Generäle noch holen. Wird angestellt, jawohl. Anheuern, 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 da rekrutieren. Bam. So, was können wir noch hier brauchen? Was Gelbes? Ein Offizier. Kommandant, legendär. Legendär! Oh! Gekauft. So, jetzt habe ich zumindest ein paar Generäle gekauft. Das ist gut. So, einmal schließen. Wo ist der Fluss? Ich habe gerade völlig Orientierung verloren. Okay, das ist hier. Dann ist hier der Fluss. Dann ist hier oben eine Stadt irgendwo. Hier. Armee aufstellen. Zufriedenheit. Ding ist, der Frieder ordnet nicht rum schon mit. Oh, hat halt Kavallerie. Das wird blöd. Schockkavallerie, nee, nee, nee. Nahkampfkavallerie. Nee. Streiter. Nee, wo ist die Plackertanne? Wächter, legendär. Perfekt. Bam. Ich werde nicht zögern. Soll ja einstecken, der Herr Kollege. Du bist an den Watten Arsch versöhnt. Zumindest lief es immer so in allen alten China her, ja, wahrscheinlich. Hab ich auch, dass ich viel. Ja, ich bin wieder zufrieden. So. Rekrutieren. Zweiten General ran. Jetzt brauchen wir das hier, hier. Kommandant, nicht wahr? Nahkampfkavallerie. Ah, ist blöd. Die sind zu teuer. Fernkampf. Warten wir mal eine Runde. Komm, eine können wir warten. So, jetzt her mit der dritten Armee, die dann versucht, das Land irgendwie zu verteidigen. Während die anderen zwei da... Was denkt ihr? Juanzhou möchte mit mir eine Koalition gründen. Einstellung ist sehr negativ. Warum eigentlich? Kriegsgräuel gegen unsere Feinde. War der gut. Gebrochene Abkommen mit unseren Feinden. War auch gut. Grenzüberschreitung. War auch fantastisch. Zurückliegende Krieg mit unseren Feinden. Auch fantastisch. Andere Werte. Ja. Abkommen mit unseren Feinden.
Fraktionseinfluss, strategische Bedrohung, Frieden mit unseren Feinden, andere Werte. Gemeinsamer Feind schließen. Ah, ja. Machen oder nicht machen? Damit weiß ich wenigstens mal, wo der sitzt. Ich mach's. Damit sehe ich mal alles von dem. Wir Abkommen verabschieden uns von euch. Und ich habe eine Koalition mit Yang Zhuang. Worum eure der sitzt? Herrschaft über uns muss enden. Was? Die erklären ihre Unabhängigkeit. Kannst du vergessen. Armee ist unterwegs. Das Han-Kaiserreich bittet um Hilfe. Han-Kaiserreich verlangt, dass wir als Vasallenmeister uns gegen Zhang Liang verteidigen. Das ist eine Frau. Heirate sie. Die hat mir gerade Krieg erklärt. Guck dir das mal an. Schattenwolf. Das Miststück. Wird gleich hier wieder unterbunden hier. So, Zhang hat Zhao eingeladen in eine Koalition. Zhao hat Vasallen befohlen. Aus der Koalition wurde ein militärisches Bündnis. Okay, eine Koalition war lustig. Militärisches Bündnis ist was anderes. Das ist jetzt scheiße gefährlich. Koalition, mit Wang. Hat einen Krieg erklärt, nehme ich mir, das Miststück. Und zwar allen anderen auch. Yuzhang hat Han-Kaiserreich einen Krieg erklärt. Ja. Okay, jetzt gibt es hier unten keine Koalition mehr. Es gibt jetzt ein militärisches Bündnis. Das ist, glaube ich, noch schlimmer als eine Koalition. Jetzt muss ich mal selbst gucken. Wo ist denn jetzt... Das ist... Wirklich? Ich dachte, der ist riesig. Das bisschen. Das ist mein Koalitionskollege? Fuck. Das ist ein Problem. Okay. Da ein bisschen zackig. Dahin muss ich. Entschuldigung, ich bin falsch gelaufen. Dahin muss ich. Auch im Marsch. Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Das ist ein Dackeln. Das wird nicht passieren. Haben den Marsch. Bringt eure Reserven. So, der rekrutiert. Ruf die Händler. Ich möchte ihre Ware. So, ich brauche den Streiter. Legendäre Charakter. Schockkavallerie? Nee, keine Schock. Der Wald ist eine Welt. Ich will nicht, dass sie auf Kavallerie gehen. Strate von Nahkampf. Angestellter. Gelegenheitliche Nahkampf-Spezialist. Perfekt. Zusammenrücken. Jetzt habe ich zwei davon. Jetzt bräuchte ich auch noch so einen anderen. Rot kann ich mir gerade nicht leisten, das ist blöd. Dann nehmen wir die, ja, komm. Bam. Das Gesetz muss regieren. Genau, so, da haben wir schon mal drei drin. Stellt euch für den Leider. Jetzt muss ich die Dame erstmal zurückholen hier an meine Mannschaft. Ich spinne wohl. Diese Bitte an euch. Jung hat den Handel mit Unterstützung gefordert. Nee, abgelehnt. Vielleicht beim nächsten Mal. Oh, Huan Chu mit dem Krieg. Nein, mache ich nicht. Ich bin nur im Krieg mit der. Da hole ich ihn garantiert nicht rein. Das machen wir auf keinen Fall. Weil ich will die ja zurückholen. Alle meine Vasallen sind ja jetzt schon auf dem Weg dahin. Und ich möchte gerne die Stadt als Vasall behalten. Jojo hat den Vasallen befohlen, Krieg zu führen. Hat den nächsten zu Vasall gemacht. Kongrun Krieg angefangen. Alle im Krieg, ja. Na? Dient dem Frieden. Spart eure Energie auf. Jeder Schritt soll ein weiser sein. Immer weiter. Minus 9 hier gefällt mir gar nicht hier im Bereich. Ai. Minus 4 öffentliche Ordnung. Abreißen. Plus 8 öffentliche Ordnung. Das ist gut. Geht da die öffentliche Ordnung hoch? Mein Volk muss frei sein. Wir erhalten Zahlung von 900 regelmäßig 210 Runden. Nahrung erhalten wir auch noch.
An diesem Tag sind wir uns einig. Der mag mich ja jetzt, also versuche ich den gleich mal ins Bündnis mit einzuladen. Vielleicht kann ich mit Louis Bai und den Dings machen, weil im Endeffekt... Der marschiert auch gleich nach Norden. Dass sie immer ihre Unabhängigkeit haben wollen, Frechheit. Bei Louis ist der Einzige, wo ich sage, ja, weil ich kann mir derzeit keinen Krieg mit ihm leisten. So, statt ausgebaut, Liu Bei wurde von Zhang befreit. Hat den zum Vasallen gemacht. Fraktionserfolge von Gondu. Lass mal gucken, erstmal Louis Bei. Louis. Frohe Kunde für euch. Das will er nicht. Der will nicht ins Bündnis. Gerade die im Bündnis wäre fantastisch. Den mag aber jeder, ja. Das gibt's nicht. Jeder. Jeder mag Louis Bai. Das kann. Das Einheit motiviert. Das darf doch nicht wahr sein. Jeder mag ihn. Frohe Kunde für euch. Wenn ich jetzt zu Vasallen machen wollen würde, sagst du auch näher. Scheiße. Dreck. Das Schlimmste hat halt dieser eine. Warte, wir machen mit denen nicht Angriffspakt. Komm, das ist das Geringste. Also, das musst du mir wenigstens rausrücken. Nicht Angriffspakt. Ich gebe den Nutztier und dafür gibt es nicht Angriffspakt. Hat der so eine Ralle? Spinnt der? Bist du bescheuert? Das ist natürlich blöd. Oh, Louis rennt da voll drauf hier. Auf den Marsch! Alles zu seiner Zeit. Rücken vor! Bereitet meine Gemächer vor! So, hier darf man noch mal ausbauen. Was nehmen wir? Was nehmen wir da am besten? Verwaltung. Gibt auch ein Prestige. Ja, nehmen wir Verwaltung. Rein damit. Hier unten. Hat uns verbessert. Minus 500. Ein Vasall. Ich glaube, ich bin er. Das heißt, ich habe das Gebiet und kann mir trotzdem nur zwei Armeen leisten. Oh, fuck. Und der hat ein bisschen was anderes. Und der hat hier 3, 4, 5 Armeen. Selbst hier kleine Hosenscheiße da hinten hat auch noch ein paar. Komm, Handelsvertrag. Ciao. Jo, bye bye. So, verhandeln. Frohe Kunde für euch. Diese Bedingung ist möglich. Wir brauchen beide Fraktionen eine offene Handelsroute. Die Regionen müssen sich Grenzen teilen. Ja, ja, ja. Und mit wem habe ich einen Handelsvertrag? Mit wem habe ich jetzt hier einen Handelsvertrag? Dem mache ich eine Koalition. Habe ich gar keinen Handelsvertrag, oder? Ja, doch, ja. Ne, ist noch nicht Angriffspakt. Irgendwo wird bestimmt kein Angriffspakt mitgemacht. Wie können wir einander helfen? Gebietshandel. Nein, danke. Abbruch. Ach, so ein Blödsinn. Ach, Mann. Jetzt wird's kritisch. Okay, 500 minus. Ist das geil. Brauch mehr Einnahmen. Brauch viel mehr Einnahmen. Oh, so ein Dreck. Schaltet Einheit frei. Plus eine verfügbare Handelsdings kann man nicht machen. Fünf Runden hätte ich noch eine Handelsdings. Bankrott, ausstehende Ausgaben. Diplomatische Zahlen entweder in Form regelmäßiger Zahlung oder als Tribute an Fraktionen bankrott bei ausstehenden Ausgaben. Wenn eure aktuellen diplomatischen Zahlungen sehr bald bankrott, ihr müsst einen Menschen Weg finden, den bankrott zu verhindern. Um China zu dienen. Alle diplomatischen Zahlungen zu enden. Überprüft regelmäßig Zahlungen im Bereich Diplomatie, um zu entscheiden, welche ihr machen wollt. Wenn du nicht alles durchklickst, du kannst auch temporär auf schnelle Abkommen klicken.
bisschen übersichtlich, was die Möglichkeiten angeht. Right? Vielleicht. Vielleicht. Vasall erstellen? Nein, 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 nein! Och, ist ja blöd. Vielleicht Unabhängigkeit von Vasallen unterstützen. Keine Kohle. Wir brauchen Kohle. Vielleicht. Vielleicht nein. Nein. Ich sage ja, du hättest sie heiraten sollen. Hättest du zumindest die Mitgift bekommen. Ja, ja, ja. Komm, eine Runde Minus, wir haben schon überleben. Unsere Geduld lässt allmählich nach. Warum? Wer bist du überhaupt? Habe ich mir den Handelsvertrag, oder? Eure Ignoranz ist bemerkenswert. Ah, okay. Gut, auch nicht schlecht. Was macht Liu Bei jetzt da oben? Wir werden das auf dem Schlachtfeld regeln. Zhao Zhao hat mir einen Krieg erklärt. Ah, so ein Scheiß. Euch wurde der Krieg erklärt. Um Hilfe rufen. Denkt über die Bedingungen nach. Vasall bittet um... bittet um Hilfe! Und so, und du verlangst als Vasallmeister von uns, dass wir sie gegen Huanxi verteidigen. Eine Ablehnung führt zu... Ja... Unsere Arbeit ist getan. Ein Angebot für euch. Schon, oder? Gegen nichts soll ich verteidigen. Ja, ich verteidige. Wenn das alles ist, lasst euch von Vernunft leiten. Kann ich überhaupt irgendwas alleine? Lebt wohl. Denkt über die Bedingungen nach. Ja. Lass wirklich die Abkommen brechen und warte. Stopp, ab, stopp. Verlangt als Vasallmeister, dass sie gegen Han Tong verteidigen. Eine Ablehnung führt zur Unabhängigkeit des Vasallen. Respektiert, zu glaubwürdig. Abkommen brechen und kurz darauf Krieg führen. Ja, geht doch nicht anders. Unsere Arbeit ist getan. Da habe ich so vielen Leuten Krieg erklärt, ich weiß noch nicht mal, wem ich da einen Krieg erklärt habe. Wir haben einen Vorschlag. Wir werden Zahlungen von Kong erhalten, 1000, und zumindest ein Handelsabkommen. Ja. Gut. Wir stimmen zu. Mach ich wenigstens ein bisschen Plus. Wir werden wieder frei sein. Haben die ganz geschickt gemacht, die Schweine? Haben die ganz geschickt gemacht? Mehr als 5 Krieger auf ihr Hals und dann erklären sie sich als unabhängig. Ihr verdammten Schweinebacken. Muss ich also auch noch Krieg führen. Sag ich, Arschlöcher. Nicht mal deinen eigenen Untergebenen kannst du vertrauen. Alles auslöschen. Komplett. Und so entsteht er. The Mad King. Krieg erklärt. Ja. Krieg erklärt. Krieg erklärt. Krieg erklärt. Krieg erklärt. Das bin ich. Krieg erklärt. Und Krieg erklärt. Und Handelsvertrag. Und noch ein Krieg. Und falls so schön ist, gibt's noch einen Krieg. Mit Koalitionspartner. Ja, warum nicht? Noch ein Krieg. Diesmal nicht ich, aber ein anderer. Haltet beim Spannen eines Bootes den Atem an. Was? Jetzt kann ich nicht mal. Möge es euch gut ergehen. Ihr Gift bittet um Vasallentum. Verlangt von uns, dass ihr gegen Joting verteidigt. Ja. Es wurde eine gewisse Harmonie geschaffen. Nehmt dies mit unserem Segen. Ja. Eure Zustimmung erfreut uns. Die erklären sich auch nicht unsere Wertschätzung bekunden. Ja, ich verteidige euch gegen alle. Es wurde eine gewisse Harmonie geschaffen. Schlagt jetzt zu! Schlagt sie schnell! So, ganz kurz aushungern. Stürzt euch auf sie! Vielleicht zweiten daneben stehen. Haltet beim Spannen eines Bogens den Atem an. So, jetzt haben wir hier zwei Armeen hier.
So, ich bin noch mehr Kriegen verwickelt. Dann guck mal, mit wem habe ich denn keinen Krieg? Das ist jetzt die verdammt gute Frage. Ich weiß es nämlich jetzt nicht. Genötigt. Ja, aber sowas von. Also, ich bin im Krieg mit Zhao Zhao, super. Mit Hong Kong, sauber. Mit Zhao Mao. Ich bin mit allem im Krieg. Das ist Krieg. Alle gegen mich. Gerade hier. Ach, das ist doch... Ach ja, Vasall gewesen. Und oben der dritte Vasall tut sich auch gleich. Ich würde sagen, jetzt geht's gerade herunter. Ich hätte einmal Nein klicken sollen. Einmal. Gerade hier Kongrong. Mann. Ich bin noch beim Vasallen da oben beschäftigt. Aber ich mache 111 plus. Das ist natürlich nicht verkehrt. So, der kann schon mal hier runter spazieren. Ach ja, mit dem bin ich auch bei dem Krieg mit Louis bei. Das ist mein Koalitionspartner. Da steht nicht mehr viel. Das ist mein Vasallendings. Davon existiert aber auch nicht mehr viel. Ich kriege auch nichts die Backen da hinten. Ach Mann. Wir gehen als Einheit. Ja, hoffe ich doch. Vor allem hier ist Lu Bai und der rennt hier komplett. Ah ne, das ist Yuan. Mein letzter verbliebener Vasall. So, lass mal Runde beenden. Hoffentlich greife ich mich da hinten an. Weil da muss ich nämlich in die Stadt rein. Das war meine Koalition. Die ist auch nicht mehr vorhanden. Übel. Mit dem bin ich gerade im Krieg. Alles, was ich unten gewonnen habe, ist wieder weg. Louis Bai hat eine Koalition mit Zheng Xiang eingegangen. Zhao Zhao hat den Vasallen Lao dazu befohlen, mich auszulöschen. Louis Bai, Krieg beigetreten. Ach. Verstärkung der Angreifer, Verstärkung rufen. Kriegseifer, natürlich machen wir auf jeden Fall. Oh, ich sollte dich nicht mehr zuschauen, wenn du total tot überzeugst. Immer wenn du ich damit anfange, erkläre ich dir alles im Krieg und du gehst unter. Let's start again. Eine der stärksten Allianzen ist jetzt hier diese Allianz. Die ist bitter. da ist nämlich, warte, wo ist er? Nicht anmutigen Kranix ist groß. Ach, die sind nur zu zweit hier. Komm, da kann ich hier bestimmt auch mit rein. China ist in Aufruhr. Wir müssen zusammenarbeiten. Selbst Louis Bai sagt nein. Was? Das gibt's doch nicht. Ach, fuck. Ach, fuck. Selbst Louis sagt nee. Die andere Koalition wurde wohl gegründet extra gegen mich. Ich wollte nicht fragen, ob ich da beitreten darf. Bündnis beitreten? Nein. Die sagen nein. Es gibt nur zwei Bündnisse. Ein großes und ein relativ kleines. Knappes Nein. Ja, aber sehr, sehr knapp. Das war... Ich weiß gar nicht, warum. Das ist ja schlimmer. Ich will es auch nicht wissen. Okay. Jetzt an der Stelle, nach fast 11-12 Stunden, Ladies and Gentlemen, mache ich persönlich erstmal eine schöne Mittagspause. Das ist das, was ich jetzt mache. Deswegen, ich bedanke mich bei allen, die da waren. Mir hat es riesen Spaß gemacht. Aber ich mache jetzt an der Stelle für mich erstmal Feierabend. Mal ein bisschen essen, ein bisschen runterkommen, ein bisschen abreagieren. Und dann heute Abend nochmal rausgehen und nochmal da draußen tierisch auf die Mütze kriegen. Aber ich werde natürlich niemanden hosten, weil es ist ja Total War und Total War macht jeden Spaß. Am besten nehmen wir den Lucio Capono, den Lucky Lucatio. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei allen, die da waren. Wünsche euch ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn der eine oder andere dann heute Abend wieder mit fort ist. Deswegen, bis nachher dann. Ciao. Let's start again.